Auf der ersten Ebene reagieren wir ganz formal auf sinnliche Reize. Wir registrieren Bildkomposition zum Beispiel, wenn man ein Fotograf ist und man weiß, okay, stimmt noch nicht ganz und man justiert den Rahmen anders ein, sodass das visuelle Spannungsfeld der Bildkomposition intensiv und zugleich ausgewogen ist. Das ist die erste Ebene. Da geht es um Bewegungsphänomene, Farbeffekte. Das ist die Basis der strategischen Dramaturgie. Auf der nächsten Ebene kommt das dazu, was man üblicherweise als klassische Dramaturgie bezeichnet hat. Storytelling durch Drehbücher im Kopf, räumliche Erschließung durch kognitive Landkarten, Wahrnehmungsspiele durch Media Literacy, psychologische Ebenen, bei denen du die Menschen auf unterschiedliche Art und Weise dazu bringst, sich etwas zusammenzureimen. Eine Geschichte, eine Esprit-Sache, wo smart wird, eine räumliche Erschließung, ein Ort.